So, und jetzt wollen wir uns nicht mehr ablenken lassen. Das haben wir jetzt ja schon ein, zweimal. Sondern wir gehen direkt ins alte Lager zurück, hauen uns da irgendwo hin. Also entweder in unserer Hütte bei der Arena oder in der runtergekommenen Hütte bei dem einen Turm. Schlafen erstmal schön und am Morgen können wir dann Graham suchen, den Kartenzeichner. In der Hoffnung, dass wir da endlich mal eine richtige Karte finden, also von der ganzen Kolonie. Und nicht nur von dem Gebiet des Sumpflagers oder dem Gebiet, wo wir hier gerade sind. Das wäre schon sehr schick. Ja, dann können wir noch bei Fisk die ganzen Jagdtrophäen hier verkaufen. Und unterwegs noch irgendwo unser Fleisch braten. Schauen wir mal. Es sieht so aus, als wenn wir zuerst zu unserer verkommenen Hütte kommen. Hm? Ja. Na gut, hauen wir uns dahin, auch wenn das nicht gerade der gemütlichste Ort ist. Aber wir wollen ja nicht wählerisch sein. So. Das passiert mir nicht nochmal. Ja, aber es ist schon ganz nett, so viele Hütten zu haben. Ich meine, wir haben ja unseren Hauptwohnsitz ja quasi im neuen Lager. In der Hütte, die wir Shrike abgenommen haben. Dann haben wir hier noch die bei der Arena und die hier. So viele Hütten hat hier bestimmt keiner von denen. Oh, oh, unsere Lieblingspfanne. Da brutzeln wir jetzt doch erstmal unsere 10, 20 oder 30 Steaks. Ganz ungeniert. Ja, die brauchen wir aber auch. Aber wo wir gerade bei der Nahrung sind, wenn wir nachher bei Fisk gucken, was er so im Verkauf hat, sollten wir vielleicht auch schauen, dass wir vielleicht ein paar Heiltränke von ihm holen. Denn das Fleisch ist zwar ganz nett für zwischendurch, aber so wirklich viel bringt es uns nicht mehr. Denn wir halten inzwischen hier schon richtig gut was aus. Da reichen so ein paar Fleischhaxen nicht mehr. Da müssen schon Heiltränke her. Und leisten können wir uns auf jeden Fall. Allein mit der ganzen Jagdbeute von eben. Also den Fellen, den Zähnen, den Krallen und so weiter. Das müsste hinhauen. So. Das waren jetzt doch bestimmt schon 20, 25 Stück. Und brutzel und verpack, brutzel und verpack, brutzel und verpack. Und das war alles. Schön, schön. Wie viel sind es geworden? Nahrung, 50 Stück gebratenes Fleisch. Ja, das dürfte wieder für ein paar Tage reichen. So, dann schauen wir doch mal bei Fisk vorbei. Hier ist Butler, da sind Dexter. Hier sind Butler, da ist der Dexter. Und da ist der Fisk. Zeig mir deine Ware. So, er hat nur ein bisschen Erz, das ist nicht gut. Er hat Kräuter, aber keine Heiltränke und jede Menge Waffen. Aber die sind alles ganz schön. Oh. Oh. Ich wollte gerade sagen, die sind alle ganz schön schäbig, aber das Schwert ist besser als unser Hammer. Das nehmen wir doch mal. Und dafür kriegst du jede Menge Ork-Waffen und rostigen Kram. Das reicht nicht ganz. Okay, dann kriegst du noch jede Menge Krallen und Felle und hast du nicht gesehen. So, ganz viel und Wolfsfelle und Lurkerhaut und Lurkerklauen. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Reicht immer noch nicht. Na gut, das Kraut auch noch und das Kraut auch. Ah, kommt doch gut hin. So, und jetzt schauen wir mal genau. Also unser Hammer hat 52, der Schwert hat 55. Der Hammer geht uns bis zum Knie und das Schwert. Haha, das geht was auf den Boden. Schön, schön. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Gut, jetzt schauen wir noch zu Graham und wenn der eine Karte hat, dann ist unser Tag perfekt. Also eine ordentliche große Karte. Und nicht so eine kleine Untergebietskarte. Die können wir echt nicht gebrauchen, davon haben wir schon zwei. Einmal vom Sumpfgebiet und einmal von der Ecke von hier bis zur alten Mine. So, und Grahams Hütte war hier vorne bei dem Lagerfeuer. Da, wo Bloodwyn auch immer sein Unwesen treibt. Da hinten marschiert er ja auch schon. So, und er ist auch draußen. Schön, schön. Wir wollen eine Karte haben. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du?
Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Er hat nur eine Skizze und eine Übersicht vom alten Lager. Wow, Graham, super. Gut, das hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Schauen wir mal auf unsere Karte, die wir jetzt haben. Wir haben diese Karte hier. Die zeigt uns nur im Norden das Gebiet, wo wir abgeladen wurden. Im Nordwesten die alte Mine, im Westen das neue Lager. Und dann diesen Weg durchs Gebirge, durch den wir auch gegangen sind, wo die Snapper waren. Und am Ende diese Gruft. Also es zeigt uns nichts, was wir nicht schon kennen. Direkt westlich von dem alten Lager, wo wir jetzt sind, sind die beiden Jägerhütten eingezeichnet. Und der eine See. Nö, die Karte bringt uns absolut nichts. Wir können jetzt noch in dem Wald hier oben im Nordwesten kurz reingucken, ob da noch so ein Schattenläufer war. Also dieses große haarige Ding mit dem Horn. Oder... Genau, das ist besser. Wir gucken in den Wald im Osten. Also Richtung Sumpflager. Da sind wir ja schon einmal falsch abgebogen, in Anführungszeichen, mit Dusty damals. Und danach einmal absichtlich, um halt zu gucken, was da ist. Und da sind wir ja auch über diese Ork-Hunde, wenn man die so nennen will, gestolpert. Und mit denen kommen wir einigermaßen klar. Also ja, schauen wir mal da in die Richtung. Und die ganzen Fliegen nehmen wir mit. Können wir gleich unser Schwert einweihen mit ein bisschen Fliegenblut. Ja, ihr seid absolut kein Problem mehr. Aber ihr habt Flügel, die wir verkaufen können, und Stacheln. Ja, jupp. Jeder von euch hat zwei Flügel, sonst könntet ihr nicht fliegen. Und ein Stachel, sonst könntet ihr nicht stacheln. Da ist noch ein Scavenger. Ja, wir haben zwar genug Fleisch, aber wie wir gelernt haben, man kann nie genug Fleisch haben. Ja, nein, nicht die Leiche zerstückeln. Also, ja, doch schon, um das Fleisch ranzukommen, aber nicht unnötigerweise zerstückeln. Ah, eine Ex ist auch wieder da. Ja, versuchen sich immer wieder ihr Gebiet zurückzuerobern. Aber das schaffen sie nicht. So. Das war aber nicht hier lang. Hier lang waren die bösen Dinge, oder? Ja, hier waren die bösen Dinge. Also die Skelette in der einen... in dem Leuchtturm und die Feuerechsen, die wollen wir nicht unbedingt haben. Also gehen wir hier durch den Wald und kommen dann hoffentlich dahin, wo diese anderen Wölfe waren. So, du stirbst. Und wir halten mal die Augen offen nach dem Schattenläufer. Das ist nur ein normaler Wolf, zwei Wölfe und eine Fliege. Alles kein Problem. Bleib stehen. Du frisst deinen Kumpel. Achso. Sah gerade aus, wenn ein zweiter Wolf drüber hing. Oh, und dich auch noch. Aber bisher nichts Garstiges hier in dem Wald. Aber einmal sind wir hier schon durchgelaufen. So, dich plündern wir auch noch. Fell abziehen, Zähne raushauen. Und... eine Schweineratte, noch ein Scavenger. Ah, aber die Brücke da sagt uns doch was. Über die sind wir mal geflohen. Mit den Wölfen auf den Fersen. Wie viele waren das eigentlich? Das war nur einer, oder? Zwei? Müssen wir gleich mal schauen. So, und da ist schon mal eine Blutfliege. Und dann war links rum am Wasser so ein Wolfsrudel. Wobei einer ganz groß war.
Da sind schon zwei. Drei. Aber mit dreien haben wir uns eben auch schon angelegt im Orkgebiet. Vier. Okay. Na komm. Wir können irgendwie keinen ordentlichen Treffer landen. Na also. Na komm. Komm ein Stückchen näher. Genau das wollten wir nämlich vermeiden, dass deine Kumpels da noch kommen. Oh, da ist noch einer. Schön vorsichtig, nicht übermütig werden. Du kommst einfach ran, dann kämpfen wir gegen dich und danach können wir deine zwei Freunde vornehmen. So. Das war's jetzt hoffentlich, nach dem hier. Ja, so weit, so gut. Dann häuten wir die erstmal. Und essen eins von unseren frisch gebratenen Haxen. Da. So, das muss reichen. Und jetzt gehen wir ganz vorsichtig in den Wald rein. Ah, ist ein Scavenger, ist kein Problem. Aber sonst sehen und hören wir nichts. Hm, ein einfacher Wolf. Na gut. Naja, scheint es gewesen zu sein in diesem Wald. Aber wenn wir die so einfach erledigen konnten, sollten wir uns dann vielleicht wieder in diesen Turm reinwagen, wo die Untoten waren? Waren das denn so viele wie in der Gruft? In der Gruft waren das ja 7 oder 8 auf einmal. So viele waren im Turm nicht. Also speichern wir erstmal ab. LP,